So könnte es bald in immer mehr Regionen der Welt aussehen. Die globale Erderwärmung bedroht das Leben unzähliger Menschen, vor allem in den ärmeren Teilen der Welt. Die Zahl derer, die ums Überleben kämpfen müssen, steigt weltweit. Ist der Klimawandel ein Sicherheitsrisiko? Fast 800 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und es wird immer weniger Wasser zur Verfügung stehen. Über 900 Millionen Menschen sind unterernährt. Durch die Klimaveränderungen verwandeln sich immer mehr Regionen in lebensfeindliche Wüsten. Fruchtbare Böden versalzen. Oder sie sind so trocken, dass darauf kaum noch etwas wächst. Nahrungsmittel werden knapper. Um nicht zu verdursten und zu verhungern, werden die Menschen aus den betroffenen Regionen oder Ländern fliehen. Verteilungskämpfe und Konflikte werden zunehmen. Durch den Klimawandel steigt der Meeresspiegel. Sturm- und Flutkatastrophen bedrohen Inseln und Küsten. Ganze Landstriche könnten untergehen. Und es wird auch Städte und Industriezentren treffen. Das alles wird die Weltwirtschaft schwächen. Der Klimawandel ist eine Bedrohung für alle Menschen dieser Erde. Besonderer Zündstoff ist er für Konfliktgebiete und politisch instabile Staaten. Auch Länder mit geringer Wirtschaftskraft könnten dadurch schnell in große Schwierigkeiten kommen. Aufhalten können den Klimawandel nur alle gemeinsam.